Aber entschuldigen Sie, Herr Staatssekretär, natürlich entschuldige ich mich. Ich sage doch gerade, der Vorfall ist mir außerordentlich peinlich. Er ist unverzeihlich und unentschuldbar. Und ich entschuldige mich in aller Form bei Ihnen und beim Herrn Ministerpräsidenten. Nein, es lag nicht in meiner Absicht, irgendwen zu kompromittieren. Jawohl. Schriftlich und persönlich, wie Sie wünschen. Auf Wiedersehen, Herr Staatssekretär. So. Und dann kann ich mich jetzt noch beim Besitzer des Bayerischen Hofs entschuldigen. Und dann noch in meinem eigenen Haus. Bei meiner eigenen politischen Redaktion. Das müssen Sie, ein kleiner Klatschkolumnist, Ihre Nase in politische Angelegenheiten stecken. Ja, entschuldigen Sie, das kann ja kein Mensch wissen, wenn er durch ein Schlüsselloch in das Schlafzimmer schaut, dass da drin dann ein Waffengeschäft gemacht wird, ne? Uns wäre es auch tausendmal lieber gewesen, wenn die da drin mit dem Reber bumst hätte, oder, Höbe? Na ja, klar. Das ist doch eins so widerlich wie das andere. Überhaupt verbitte ich mir in Zukunft diese obszönen Ausdrücke in meiner Gegenwart. Gute Lust hätte ich, Sie beide fristlos zu entlassen. Es gibt genügend Leute, die Ihren Kopf fordern. In der Staatskanzlei sind Sie übrigens ab sofort diskreditiert, mein Lieber. Und Sie auch, Fried. Auf der Ebene habt ihr ein für alle Mal ausgeschissen, Freunde. Ja, das werden wir überleben. Das wird sich weisen. Und über all das könnte ich sogar noch hinwegsehen. Aber nicht darüber, dass Sie mir dieses dicke Ei hinter meinem Rücken ins Nest gelegt haben. Eine Bekloppte habe ich da gestanden auf diesem Fest mit meinem blöden Katharinenkloß auf dem Kopf. Die Gesellschaft hat sich abgewendet von mir. Beschimpft hat man mich. Ja, und wir haben mein Auto ruiniert. Halten Sie den Mund! Wie eine Aussätzige stand ich da. In meinem ganzen Leben habe ich mich noch nie so beschmutzt gefühlt. Bloßgestellt und so entehrt. Gehen Sie, beide. Ich will Sie nie wiedersehen.